No need to fight tonight, tonight. Rock down, drag down. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein Vlog sogar, nicht so wie die letzten Videos. Und zwar, was ich euch heute zeigen will, ist folgendes. Dieser Weinberg hier hat seine Zeit hinter sich. Der ist jetzt schon einige Jahre alt. Weinberge bleiben so 20, 25 bis 30 Jahre stehen. Danach sind sie meistens zu alt und müssen erneuert werden. Wie dieser Weinberg hier, ja? Der ist jetzt auch ziemlich alt. Unter anderem die Gründe dafür, dass wir den jetzt roden werden, ist, dass er zu eng wird. Maschinen heutzutage werden immer größer. Wie vor 30 Jahren ist das schon ein kleiner Unterschied. Und der war unter anderem zu eng. Deshalb kommt der jetzt weg. Wie man schon sieht, ist alles abgeschnitten, alles gehäckselt. Alle Pfähle sind draußen. Anker sind auch schon draußen. Und jetzt müssen nur noch die Stämme gerodet werden. Und wie das funktioniert, werde ich euch im Laufe des Videos zeigen. So, mit dem Teil werden die ausgezackert. Das bedeutet, die laufen hier rein, werden durch die zwei Metallstäbe hochgehoben. Und ja, eigentlich ganz logisch, ganz simpel. Und was dann übrig bleibt, ist das hier. Ich habe schon mal eine Reihe gemacht, mal ausprobiert, wie es funktioniert hier. Bisschen trocken, aber läuft schon irgendwie. Dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Ist auch nicht so. Ist er überhaupt an? Ich denke eigentlich schon. Jetzt aber, oder? So, das Feld ist fertig. Hier steht die Karre noch. Und zwar. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Alle Stämme sind jetzt draußen. Die liegen jetzt an der Oberfläche, müssen aufgesammelt werden. Gibt leider noch keine Maschine dafür. Dann wird das Ganze vorbereitet für die Pflanzung nächstes Jahr. Mal tiefen gelockert, damit ein bisschen Luft da reinkommt in den Boden. So, das Teil wird jetzt mal abgehängt, sind jetzt fertig für dieses Jahr. Und so, es ist warm wie Sau. Ich kann nämlich nicht mit Klima fahren, weil ich das Fenster die ganze Zeit auf habe. Da bringt das natürlich nichts. Und ich muss halt permanent nach hinten gucken, deshalb ist das ein bisschen blöd, aber so ist das halt, ne? Aber jetzt geht's nach Hause, das Ding abhängen und hallo, Fokus. Und ich denke, dann ist mal Feierabend für heute, ne? So, und jetzt geht's nach Hause.